Während unser Kongress Lösungen für eine autonome Energieversorgung wird Herr Rupert Neumann von der RN Energie- und Anlagenberatung uns noch Tipps für die Krise geben. Als wir diese Veranstaltung hier geplant haben und auf einem Abend unserer Initiative kam dann die Frage, ja, liebe Leute, das ist ja sehr viel Theorie und ist ja alles wahrscheinlich richtig oder wahrscheinlich auch falsch, keine Ahnung, aber was machen wir denn eigentlich praktisch? Und dann hatte ich die Aufgabe, jemanden zu finden, der uns da ein bisschen was sagen kann. Das war eine Suche, aber ich habe dann jemanden gefunden, einen sympathischen Menschen, der weiß, worüber er redet und der sich jetzt vielleicht kurz eben vorstellt. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich finde eine sehr interessante Veranstaltung bisher. Ich hoffe, Sie sehen das genauso. Ich bin seit 14 Jahren selbstständig als freier Energieberater in Osnabrück. In dieser Zeit bin ich naturgemäß durch viele Höhen und Tiefen gegangen, wie Sie sich vorstellen können, weil vor 14 Jahren war das Thema Energiesparen oder sparsam Energie erzeugen oder sinnvoll verwenden zwar bei vielen Leuten schon beliebt, aber trotzdem waren diese vielen nur Einzelne. Ich habe natürlich in diesen Jahren erlebt, wie sich die Köpfe der Leute oder der Inhalt der Köpfe der Leute geändert hat. Und gerade natürlich in den letzten anderthalb Jahren ist diese Sache förmlich explodiert. Meine Tätigkeit hat sich in den letzten Jahren darauf konzentriert, Häuser zu sanieren. Und im Wesentlichen nur Häuser zu sanieren. Also typischer Fall, junge Familie kauft ein altes Haus, möchte da Kinder großziehen und möchten aber natürlich umbauen, weil das nicht passt, möchten natürlich sich da mit diesem Haus zukunftsfähig aufstellen. So, das hört sich jetzt erstmal relativ einfach an, ist es meistens nicht. Sie werden ein bisschen Psychologe mit der Zeit, Sie werden Fördermittelberater. Und Sie müssen lernen, zwischen den Zeilen zu lesen. Das heißt, Sie müssen natürlich als allererstes rausbekommen, was wollen diese Leute wirklich und was können die Leute. Denn meistens ist es ja klar, das geht uns allen so, wollen wir immer mehr, als wir können. So, dann müssen Sie einen Weg finden, am Ende zu einem Ergebnis zu kommen, mit dem diese Leute zufrieden sind. Das heißt, Sie möchten einen Wohnraum haben, in dem Sie sich vor allen Dingen wohlfühlen. Und da sind wir schon bei einem ganz wichtigen Kernpunkt. Das Energiesparen ist für mich heute immer nur das eine. Ich halte es für mindestens genauso wichtig, dass wir in diesen Gebäuden ein Raumklima schaffen, in dem die Leute sich nachher wohlfühlen. Und das ist oft gar nicht so einfach. Da sprechen Sie Themen an wie Lüftung, wie Flächenheizung, wie Wärmebrücken, Zugerscheinung und dergleichen mehr. Wenn Sie das Ganze dann noch hinkriegen, das durch einen Förderdschungel zu führen, der sich in den letzten Jahren ja vielfach geändert hat, und da muss ich natürlich ein bisschen meine Unmut auch an der Politik auslassen, weil wir natürlich als Berater vollkommen vor vollendete Tatsachen gestellt werden. Also so jetzt gerade im Juli geschehen mit der kompletten Veränderung der Förderung, wo Sie dann hinterher in der Situation sind, dass Sie 6, 7, 8 Leute anrufen müssen und denen sagen müssen, Leute, was ich euch da geplant habe und was ich euch da aufgeschrieben habe, das ist alles Quatsch, das stimmt nicht mehr. Wir müssen da mal neu anfangen. Das Geld bekommt ihr nicht mehr, dies bekommt ihr nicht mehr, das können wir so nicht mehr machen und so weiter und so weiter. Das ist natürlich oft bitter. Ich möchte Sie jetzt nicht langweilen mit 1000 Sachen, die das eigentliche Thema waren. Was können wir wirklich machen? Das heißt, Temperatur absenken, geregelte Heizkörper, Thermostate und so weiter und so weiter und so weiter. Dieser Themen gibt es abendfüllende Mengen und die werden ja derzeit auch in allen Medien abendfüllend verbraten.
Deswegen würde ich mich im Wesentlichen darauf beschränken wollen, weil man mir auch nicht eigentlich so richtig die Zeit zugestanden hat, mich entsprechend auf diesen Vortrag vorzubereiten, würde ich mich im Wesentlichen darauf beschränken wollen, Ihre Fragen zu beantworten, die Sie sicher zu einzelnen Energie- und Energiesparthemen und sonstigen Sachen haben. Ja? Und würde das dabei belassen. Dankeschön. Ja, sehr gerne machen wir das so. Ja, Energiesparen ist in aller Munde. Ich sehe aber, dass es da so logische Grenzen irgendwie gibt. Wie schätzen Sie das ein? Wissen die Leute, wie sie das zu Hause machen müssen? Wie ein Heizkörper richtig gefahren wird zum Beispiel? Nein, das wissen nur die Leute nicht. Leider wissen es auch viele Installationsbetriebe nicht. Also ich mache unter anderem auch Beratung für die Verbraucherzentrale und als Berater für die Verbraucherzentrale machen wir auch sogenannte Brennwertchecks. Das heißt, wir messen die angefallene Kondensatmenge, die in einer Brennwertheizung anfällt, messen gleichzeitig Vor-Rücklauftemperatur und das Ganze wird abgeglichen mit dem derzeitigen Klima, also mit den Außentemperaturen und so weiter. Daraus ergibt sich ein Prozentsatz, wie viel so eine Anlage, in der Regel ja Gas-Brennwertanlagen, nachher wirklich im Brennwert gelaufen ist und wie viel sie da rausgefallen ist. Und wenn Sie das machen, dann stellen Sie fest, dass ungefähr 90% der Anlagen in Werkseinstellung stehen bleiben. Kein Installateur macht sich die Mühe, auch nur zu versuchen, diese Heizung auf dieses jeweilige Gebäude anzupassen. Weder von den Vorlauftemperaturen noch von der Heizkurve, von der Steilheit oder dergleichen mehr. Und dass natürlich, ich sage mal, jeden Bewohner, der nicht technisch orientiert ist, damit überfordert ist, ist ja vollkommen klar. Ja? Dabei ist es nicht wirklich Hexenwerk. Ja? Man könnte da sicher sehr viel tun. Aber das als Antwort Ihrer Frage, nein, den Leuten ist es absolut nicht bewusst. Ja, und meine, wie viel Energie verschwindet dadurch, dass die Leute nicht quasi die Maschine richtig einsetzen? Also in dem Bereich der Heizungseinstellung reden wir sicher von 15-20%. Oh, Böcke. Gut, das ist meine Hausnummer. Fragen auf. Ja, Jan? Ja, okay. Nee, ist nur eine ganz simple Frage, und zwar diese Beratung, die Sie ausführen, ist die auch dann gefördert? Es gibt Beratungen, die ein Beratungsformat, was gefördert wird, sogar recht hoch mit 80%. Das ist die sogenannte BAFA-Vor-Ort-Beratung oder auch das, was wir heute unter individuellem Sanierungsfahrplan verstehen. Das sind in der Regel sehr gute Beratungen. Da wird auch eine vollständige Berechnung des Hauses gemacht. Das heißt, aus dieser Beratung ist nachher alles zu entnehmen, also von raumweiser Heizlast bis raumweiser Lüftungslast und diverse Varianten, was sanierungsmäßig möglich ist, was ungefähr was kostet und was ungefähr was bringt. Der Nachteil dieser Beratung ist, die kostet auch für uns sehr viel Zeit. Und das ist im Moment so eine Sache, wo man sagen muss, ich kann davon mehrere machen im Jahr. Aber das Problem ist ja auch, mit der Beratung ist es nicht getan, sondern die meisten, die dann so eine Beratung genossen haben, wollen dann auch in die Umsetzung gehen. Und dann sind sie in der energetischen Baubegleitung und die kostet wieder sehr viel Zeit. So, das heißt, jeder Berater, der sich damit beschäftigt, kann nur eine relativ geringe Anzahl von diesen Beratungen machen, die zwar mit 80% gefördert wird und für den Kunden sehr günstig ist. Aber wenn mich jetzt jemand fragt, dann sage ich, naja, also vor dem nächsten Jahr definitiv nicht mehr. Ja, und so, das ist so ein bisschen das Problem. Deswegen versuche ich im Moment mehr Kurzberatungen zu machen, das heißt 2-3 Stunden, die dann im Wesentlichen eine mündliche Einschätzung sind, die aber nicht gefördert werden. Danke. Okay, so dann. Entschuldige, eine Sache muss ich noch nachtragen. Wir haben ja einen Vertreter der Stadt Osnabrück. Die Stadt Osnabrück hat ein Programm aufgelegt, das sie Stadtberatung angeboten hat. Das war meines Erachtens auch sehr erfolgreich. Davon haben wir eine ganze Menge gemacht.
Und das war, ich sag mal, ein relativ guter Mittelweg. Da wurde zwar nicht das komplette Gebäude berechnet, aber alle Bauteile, das hat den Leuten geholfen. Und das war für die Leute sehr auskömmlich vom Preis her. Als Nachtrag nur.